Ja, hossa, liebe Freunde der leichten und seichten Unterhaltung. Hier ist wieder euer Vögelchen und ich begrüße euch bei Schwertern und Sekreten, der Show, wo gemetzelt wird, bis die Schwarte kracht. Oder die Schuppen fliegen, oder die Federn gerupft sind, oder was auch immer uns heute vor die Flinte, vor die Klinge, oder was auch immer wir heute Schönes mitnehmen werden, um auf die große Monsterjagd zu gehen. Ja, ich habe schon mal das Spiel soweit gestartet. Ich habe auch ein paar Kleinigkeiten vorbereitet. Denn ich hatte ja beim letzten Mal angekündigt, dass ich diese riesen Baronen da, also diese riesen Steinknochen, whatever, Viecher nochmal richtig schön übers Knie lege. Und das habe ich heute auch nochmal für euch getan. Und wir sind eigentlich relativ gut vorbereitet. Ich habe die Rüstung nochmal ein wenig verbessert. Und ja, ich denke mal, heute nehmen wir das Riesenmonster etwas mal in Angriff, was uns hoffentlich nicht allzu viele Probleme bereiten wird. Und ich habe auch schon im Chat gesehen, der Hideko ist da. Den möchte ich einen herzlichsten Baggerherzen begrüßen. Und natürlich auch alle anderen, die gerade im Stream noch lurken. Und natürlich auch den YouTuber, der das Ganze ein paar Sekündchen, also Minuten, Stunden später sehen wird. Einen wunderschönen guten Abend an euch. Ja, gestern fiel ja leider Gottes der Stream aus, so ein bisschen. Ich glaube nur Tamara hat, wenn ich es richtig mitbekommen habe, die Lanze für uns hochgehalten. Der Rest, na sagen wir mal so, bei mir hat der Kopf gemeint, sich auszuschalten. Also nicht ausschalten wie sonst auch immer, sondern wirklich, ich lag so da. Boah. Ja. Ich glaube nicht, dass ich das hätte hinbekommen, den Stream, es sei denn, ich hätte ihn drüben vom Bett hätte steuern können. Wobei, das wäre dann eher so ein Plauschangriff gewesen. Und Tamara hat es wohl, wie ich es mitbekommen habe, auch umgelegt. Irgendwie haben wir es mit der Krankheitswelle. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Adcor. Und was? Momo war es. Momo hat uns alle angesteckt. Das wird dann mal Zeit, dass wir die mal so ein wenig vornehmen. Ich habe gehört, der Wanderzirkus hat noch ein paar Plätze frei. Ja, ansonsten. Ja, was gibt es noch Wunderbares zu sagen? Außer dass Momo, stimmt, die ist ja heute nach mir dran. Das heißt, wir können da gleich nochmal mit ihr reden zum Thema Krankheitswelle. Nun. Ich würde aber sagen, wir nehmen uns als allererstes mal ein paar fiese, fette Monster vor. Ich habe nur nebenbei nicht wundern, Leitung 2 immer offen und ist halt immer was los bei der Rasselbande. Wenn ihr übrigens mitrasseln wollt, kommt doch einfach zu uns ins Team. Schaut einfach mal rein, da könnt ihr auch alle Infos bekommen, was gerade so streamvorbereitungstechnisch am Laufen ist oder wie wir überhaupt ticken. Ansonsten würde ich sagen, ich ticke jetzt mal eben rüber ins Spiel. Ticke rüber. Nein, ich ticke nicht, ich klicke. Und wir starten mit einem spaßigen Vierer. Yay! So fängt doch die Runde an. Einmal einen Vierer zum Spaß. Yes! Ich bin gerade so gespawnt. Und ich dachte mir ebenso, als ich das gesehen habe. Zweideutigkeit. 28 und spätpubertär. Läuft! Yes! Das kann man ändern. Nee, Musik will ich gerade nicht. So. Wobei nicht die Musik. So. Möge das Glück uns hold sein. Ja, das soll's mal werden. Wie gesagt, ich zeige euch mal ganz kurz, was ich vorbereitungstechnisch gemacht habe. Nicht viel, weil ich denke mal, ich werde vielleicht sogar noch mal einen Sonntagsstream irgendwie mal zwischenschieben, wo wir mal die Ressourcenzentrale aufräumen wollen werden. Ich bin bereit. Los geht's. Und ich habe eigentlich wirklich nichts anderes gemacht als den Beutezug hier. Ihr seht, 5 Kampfwürfen geplättet. Ja, das war das, was ich heute noch eben gemacht habe. Ich habe mal noch ein paar Untersuchungen mit reingenommen, einfach um, dass wir mal was haben und dass wir mal so durchkloppen können. Und der Rest, ja. Ich muss sagen, ich habe mich in dem Zusammenhang auch mit der Kugelkanone, also mit dieser Riesenkanone da mal angefreundet.
Und ich muss sagen, das Ding hat ganz schön Wumms dahinter. Nur, aufgrund der Ressourcenverschleißes habe ich mich am Endeffekt doch dafür entschieden. Ah, Hust, Heuchel, bei meiner Gläfe zu bleiben. Und was wir auf jeden Fall auch nochmal machen müssen, da überlege ich halt, ob ich die so farme, ist, also ich werde auf jeden Fall mir nochmal Anja vornehmen. Denn der Anjanat hat Kram, den ich gerne möchte. Und ja, ich glaube, das werde ich halt auch nochmal nebenher machen. Jetzt aber würde ich sagen, weil ihr seht es ja schon oben rechts, also da, jetzt hier so hoch, ganz oben, soll es ja jetzt fest in die Geschichtsbücher eingehen. Und ich würde sagen, schnappen wir uns. Laut Vorhersagen soll der Zorath Magdaros kurz vor dem Sonnenaufgang wieder erscheinen. Der Kommandant sagt, dass alle Jäger ihre Vorbereitungen abschließen und sich in der großen Schlucht versammeln sollen. Mitsprechen. Ja, ich... Boah. Keine Ahnung. Vielleicht ist es der Neus. Normalerweise ist es ein Großmembran. Das heißt, ich kann von hier sprechen. Ich kann aber auch von hier sprechen. Entweder habe ich den Neus ein bisschen beschissen eingestellt oder ich weiß es nicht. Okay. Wie gesagt, normalerweise ist es ein Großmembran. Das heißt, er nimmt das auf. Na, Vogel und Technik halt. Das Problem ist, wenn ich nicht wüsste, dass ich so ein Zappel-Philipp wäre, hätte ich gesagt, ich nehme mir so ein wunderbares Kondensatorteil, was ich in Chris geschenkt habe. Und dann mache ich die ganze Zeit so. Aber dadurch, wie gesagt, dass ich ein lebender Flummi bin, ist es halt besser, mit so einer großen Membran hier, die jetzt gerade mal reinklopft, zu quasseln. Aber ihr merkt ja, manchmal kann ich halt auch da nicht ruhig sitzen bleiben und ihr habt immer noch nicht da. So, genau. Wir sollen uns ja fertig machen und dann in die große Schlucht begeben. Und ja, ich bin nervös, dass ich nicht mal etwas essen konnte. Ich weiß, nervöser geht es nicht, oder? Hast du jemals eine Führerscheinprüfung gemacht? Nein? Okay. Ja, in die Geschichtsbücher eingehen. Arnos. Ich glaube eigentlich, ich sollte meinen großen Hammer mitnehmen. Ach, shit happens. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Oh, was gibt's Jutes hier? Oh, warte. Super. Ein Träumchen. Ein Träumchen. Ja. Hilf ihm. Beweg dich. An die Arbeit. Läuft alles. Wir mussten improvisieren. Aber das ist ein Ja. Ha, da müssen Sie das Flammensiegel fragen. Hier geht's voran. Boss! Kommandant! Was ist?
Gegen morgen sind wir fertig. Versprochen. Ich verlasse mich drauf. Wenn es soweit ist, weißt du, was zu tun ist. Okay, wir führen wieder mal das Ganze an. Liegt ein langer Tag vor uns, was, alter Mann? Wir müssen es schaffen, bevor die Sonne weg ist. Ist mal ein Riesengecko. Der Sora Magdaros. Nutzt die Kanonen und Ballisten. Mach die Bestie mürbe. Wenn du verwundet wurdest, zieh dich ins Lager zurück. Los, los! Okay. Ach so, ich muss Munition selber holen. Drücke X, um den Kanonenlauf auszurichten und dein Ziel... okay. Okay. Ja, okay. Theoretisch ja. Praktisch, wo ist Muni? Wo ist Muni? Oh, da ist sie ja. Okay, schießen wir es mal ab. Ah, direkt in die Schnauze. Wo ist Mutti? Ich sagte Muni! Muni! Ja, meine Stimme hat es leider auch erwischt. Warum habe ich das Gefühl, wir schießen hier mit Kanonen auf Spatzen? Mit Spatzenkugeln auf sonst was. Tachchen. Ja, das Ganze ist ein ziemlich riesiger Spatz. Tach. Ich glaube, er will mir was sagen. Ja, ich bin mal weg. Bewegung. Sei vorsichtig. Ja, hau rein, das Ding. Und Feuer frei. Okay.
Ich glaube, ich bleibe hier. Au! Ich glaube, ich bleibe hier bei den Kanonieren. Eieieiei. Bewegung! Autsch! Eieieiei. Sonne, Mond und Sternchen. Ah! Blödes. Blöde Vögel. Au! Jetzt reicht's. Okay. Ach du Ach du große Güte. Ich glaube, die muss treffen, oder? Ach, guck mal. Mein kleines Etwas hilft auch mit. Oder muss ich jetzt runter? Muss ich da jetzt runter? Nein. Ich glaube, es war richtig, was wir da gemacht haben, oder? Dann würde ich sagen, Feuer! So. Schnell nachladen. Gabi, wo bist du? Nur meine Leiche! Ich korrigiere. Okay. Los, los. Wir sind auf seinem Rücken, alter Mann. Erwarten weitere Befehle. Finde die Magma-Kerne im Panzer des Sora. Das sind Ach du liebe Güte. Greift sie an, um die Bestie zu zermürben. Nicht vor dem Magma, das aus den Kernen sprudelt. Okay. Also wenn es jetzt darum geht, jetzt der erste Kern, keine Ahnung wo, dahinter oder auch nicht. Hä? Hm. Ich glaube, ich gehe erstmal ganz vorne hin.
Warte mal, lass mich raten. Nee, gut, okay, hier kann ich also ran. Wir müssen die Magmakerne finden und zerstören. Was du nicht sagst. Ah ja, das ist der erste. Autsch. Gut, der große Vorteil ist, ich kann hier wenigstens mal die Klinge nachschärfen. Aber wir heilen uns erstmal. Muss ich denn so einen blöden Kern bearbeiten? Oh, 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 oh. Au. Autschi. Autsch. Ja gut, wer lässt sich aber auch schon gerne zerkleinern? Okay. So ist das geil. Nein, so ist das nicht geil. Nee, warte mal. Moment. Ah, schade. Okay. Ich habe verstanden, Spiel. Nanü? Okay. Ich meine, geil. Ich würde fast sagen, dann suchen wir noch ein bisschen dieses Viech ab. Da ist der nächste.
Sieht ein bisschen ruhig aus. Oh. Okay, so viel zum Thema, ob wir unendlich Zeit haben. Was? Ein Monster! Ein unbekanntes Monster ist auf dem Panzer des Sora Magdaros erschienen. Ballistenteam zum Unterstützungsfeuer bereit machen. Jäger, auf den Monster des Sora. Jetzt! Bereit! Ei, 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 ei! Autsch. Ich nehme, Moment, ich glaube, ich nehme eben einen Maxi-Trank. Au! Ich sollte definitiv was zu mir nehmen. Was zur Hölle? Was zur... Ei. Am Moment, ist das nicht dieser Legend, dieser komische einsame Ritter, den wir da gefunden haben? Oder der einsame Jäger? Mir gedacht habe. Unmöglich. Was zur Autsch? Haben wir jetzt das Biest besiegt oder? Es ist gerade einfach nur gestolpert. Das glaube ich gerne. Kann natürlich auch sein.
War aber zumindest ein recht interessanter Kampf. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was wir gerade freigeschalten haben. Entschuldigung. Bin ich mal gespannt. Jetzt müsste ja eigentlich der zweite Teil freigeschalten werden. Also im Bereich Schmieden und auch allgemein. Okay, kommt her. Ist somit zusammengetreten. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Zuerst eure Berichte. Wie sieht die Lage aus? Wir haben ihn aus den Augen verloren, seit er die große Schlucht durchbrochen hat. Aber wir haben eine Chance, wenn wir seine Fährte auf der anderen Seite wieder aufnehmen können. Wenn er durch die Schlucht gegangen ist, dann einfach hinterher und platt machen. Was das angeht, habe ich gute Nachrichten vom Feldteam. Der Sora hat tektonische Bewegungen ausgelöst, die in der großen Schlucht einen Spalt geöffnet haben. Dieser Spalt ist unsere Chance, die Bestie einzuholen. Das ist zwecklos. Wir haben im letzten Einsatz unsere Ressourcen aufgebraucht. Oh. Selbst wenn wir ihn finden können, stehen uns nicht genug Mittel zur Verfügung, etwas Vergleichbares durchzuführen. Verdammt! Was sollen wir dann tun, Kommandant? Wir müssen ein Schiff zur Gilde schicken. Ein Schiff? Aber bei der Lage am Himmel und auf See? Trotzdem, ohne die Gilde zu benachrichtigen, können wir nicht weitermachen. Tja, Spiel vorbei. Wir sollten Ihre Entscheidung abwarten. Kapitän, kann ich auf Sie zählen? Keine Sorge, Sir. Ich habe das wilde Meer beobachtet und auf meine Chance gewartet, es wieder zu bändigen. Der Spalt in der großen Schlucht hat uns nicht nur einen Weg, sondern auch eine Gelegenheit eröffnet. Gemeinsam werden wir alles meistern, was dahinter wartet, und die Fährte des Sora Magdaros finden. Jäger, rückt zur großen Schlucht aus, sobald ihr bereit seid. Möge der Saphirstern euren Weg erhellen. Das heißt, wir haben jetzt wirklich den dritten Teil frei, also die dritte Ebene freigeschaltet. Finde ich gut. Das dritte Gebiet. Endlich. Neues Zeug. Hey, Partnerin. Gehen wir auf eine Expedition zur großen Schlucht. Ich komme mit. Ich gehe jetzt erstmal in die große Schmiede. Und vor allem was Interessantes, wir haben ja wieder 1000 neue Sachen hier, die wir holen können. Ach, bist du hier, um mit mir zu reden? Wie schön. Habe eine kleine Quest für dich. Sie heißt Königliche Umsiedlung. Aber Möglichkeiten erforscht, der uralte Baum mehr Insekten und Pilze produzieren könnte. Die Königin hat sich inzwischen mich benötigten Proben gestellt. Also die Königin. Wenn du das Problem gelöst hast, kann ich sofort weitermachen. Die Ergebnisse der Forschung werden dir garantiert gefallen. Ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall machen. Hey Liebes,
Wo der Fangeinsatz vorbei ist, solltest du vielleicht ein paar verbrauchte Objekte ersetzen. Und da du dich wieder aufmachst, ist jetzt der ideale Zeitpunkt. Was brauchst du? Oh! Oh, ist das geil. Ha! Endlich! So ist das aber sowas von genial. Moment. Ich glaube, da gucke ich gleich mal rein. Dieses schwarze Monster. Wir sind ihm schon einmal begegnet. Ein Negigante. Schein und Verschwinden eines Negiganten fallen stets mit einem bestimmten Ereignis zusammen. Ach, ganz genau, der Ältestenwanderung. Ich hatte schon so einen Verdacht, aber dieses Erscheinen beweist, dass es einen Zusammenhang gibt. Wir sind anscheinend nicht die Einzigen, die an dem Sora Magdaros interessiert sind. Unser Zwiebelritterchen? Aber ich glaube, hier brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Kram zum, ja, durchschlagen. Und so blöd es ist, ich glaube, ich werde mich damit abfinden müssen, doch so ein bisschen den großen Hammer zu schwingen. Willkommen, Fünferin. Wie ich höre, brichst du zu einem unfreundlichen Ort auf. Es scheint mir angebracht, neue Produkte ins Sortiment aufzunehmen, damit du dich auf die für die Reise ausrüsten kannst. Ich hoffe, du findest etwas, was dir gefällt. Also, willst du mal einen Blick auf das aktuelle Sortiment werfen? Hätte ja sein können. Der große Hammer. Interessant. Du bist unterwegs auf die andere Seite, oder? Nun, sei vorsichtig. Wir wissen noch immer sehr wenig über diesen Ort. Schauen wir uns mal deine Waffe und deine Rüstung an. Sind sie in Ordnung? Du solltest ganz sicher gehen. Also, was hämmern wir dieses Mal zusammen? Ich gehe jetzt erst mal auf die Kniften. Genau, mit der habe ich mich nämlich beschäftigt. Genau, und hier brauche ich halt noch einen Anja Nat. Ja, schön.
hoffe auch, dass wir sie wirklich alle nutzen können. Das wäre jetzt echt ein Traum. Nee, wir lassen es. Kann keinen Schlaf anwenden. Verdammt. Schlafen kann ich da. So, der hatte ich ja bisher immer gekämpft. Und jetzt hoffe ich. Bitte, 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 bitte. Ich kann Schlaf anwenden. Ich kann. Okay. Verdammt, ich kann kein Würfen anwenden. Scheibenkleister. Na gut. Muss ich das anderweitig machen. Gib her das. Okay. Das so. Dann muss ich nämlich jetzt erstmal meine Munition umsatteln. Ich hatte das nämlich mit dem Baron, hatte ich nämlich einen schönen Trick gehabt am Anfang, dass ich den noch schlafen gelegt habe und während der Gang gepennt hat, habe ich dem so einen richtig schönen, fiesen Angriff reingesetzt, der ihn halt ziemlichen Schaden verursacht hat. Ich hatte jetzt halt gehofft, mit aufgrund der Tatsache, und so könnte ich das jetzt eher so schön. Aber naja, gut. Sei gegrüßt, Miausterin. Das war ja ganz schön fällig, nicht wahr? Waren uns alle einig, dass du etwas Erholung brauchst. Deshalb gibt es für dich jetzt eine bessere Unterkunft. Wähle unter Raumwechseln einfach Privatraum aus und du landest schnurstracks in einem besseren Raum. Okay. Das finde ich ein Träumchen. Da gucken wir uns doch gleich mal das Ganze an. Nett. Ach cool, mit eigenem Aquarium. Das ist mal Luxus. So, oh, guckt euch das Bett an. So ist das geil. Halleluja. Das nenne ich mal Schnieke. Okay. Ah, schwitz, schwitz. So, Objektruhe. Müssten wir ein bisschen. Ach, Scheibenkleister. Ach, verdammt.
glaube, da werde ich aber auch noch, wenn ich das sehe, eine Farm-Session einlegen. Weil so können wir das definitiv nicht stehen lassen. Das geht ja mal gar nicht. So. Übungsgranat auf jeden Fall. Conscious Lantern. Conscious. So. Detonation ist auf jeden Fall eine schnieke Sache. Oh ja, Detonation kann ich auch machen. Das ist ein Traum. Vogel auf Jagd. Ja, Vogel ist wieder auf Jagd. Verdammt! Rechts! Aber ich kann Würfen einsetzen. Das ist mir eigentlich fast schon das Wichtigste. Okay, den Rest lasse ich dann erstmal. Achso, und dann rüste ich jetzt erstmal aus. Natürlich. Ganz wichtig, Perforation, weil mit der habe ich halt echt sehr, sehr gerne gekämpft, weil die halt schön durchdringend ist. Streuung, das ist so ein richtig schöner Flächenschaden. Gift hätte ich gerne Gift 2 gehabt. Aber okay. Dann haben wir Schnitt. Würfen, ganz wichtig. Das sind diese richtig starken Angriffe. Ah, Detonation 2. Ein Traum. Haben wir wenigstens Explosionsangriffe. Okay. Auch so ganz 100% zufrieden bin ich trotzdem nicht. Okay, auf nach Astera. Partnerin, gehen wir auf eine Expedition zur großen Schlucht. Ich komme mit. Dann geh du schon mal vor, ich muss mich noch ausrüsten. Wenige von uns waren jenseits der Krone. Ja, gut. In den Beutel. Ach, dass Schrott 2 nicht geht, das ist... Ja, es sind ein paar da. Aber heute ist gerade eher ruhig, weil der Vogel jetzt auch gerade eher die lahme Schnecke ist. Beißt ja, wie immer also. Okay, ja klar. Das ist logisch, dass das nicht geht, weil da brauche ich nämlich im Endeffekt... Ja, das liegt daran, dass ich nicht eine vernünftige Waffe habe. Nun gut. So, was ich gerade noch schauen wollte, ist, was wir an Rüstungsmöglichkeiten haben. Denn wir haben ja da auch ziemlichen Kram zusammenbekommen. Miri, nicht mit T, mit R. Wie recht schönen guten Abend und vielen lieben Dank, dass du da bist. Schmiedenrüstung. Bin ich gespannt. Hochmetallset. Nö. Kadachi. Das heißt, alles, was wir haben. Ist. Ach so, ja. Ach Gott. Das Schlimme ist halt dieses Backtracking. Das bleibt nicht aus.
Bockhock! Oh, wer von euch quasselt mit mir? Du. Lass mich dir erklären. Ach nein, lass mal. Lass mal, lass mal, lass mal. Ich wollte nicht mit dir reden. Ja. Hätten Sie nur eine Theorie, könnte beachtlich mehr Energie in seinem Körper gespeichert haben. Und was gibt es? So, Monsterlexikon. Ah, die schon mal gesehen. Rataros. Nee, Ratian, hier. Nein. Ein Träumchen. Ratian. Na gut, muss man mal gucken, wo wir das Ding finden. Also, wir machen jetzt gerade wieder mal Optionalitäten. Du hast auch noch was für uns? Was? Nur das Gelbe im Wald. Stramm. Liefere 2 Würfeneier ab. Ach du Scheibe, Kletter. Ich weiß doch, wie das enden wird. Hey, Partnerin! So. Wir machen jetzt aber erstmal Optionalitäten. Bad. Oh. Okay. Ja, wir machen erstmal die königliche Suppe. Echt? Okay. Er meint erstmal die königliche Umsiedlung. Das geht da königlich in die Hose. Ich glaube, den jage ich am besten nämlich hier. Wenn ihr das wissen wollt, was es im was Chris-Memes sind, einfach mal ins Discord kommen. Ach ja, ich hab schon Schlimmeres erlebt. Wie gesagt, so schlimm finde ich die jetzt nicht unbedingt. Ich hab's da echt wirklich schon schlimmer erlebt. Ich kenne Witcher. Ich auch. Ich sag nur Plötze das Wunderpferd. Moment. Nee, ich hab die richtige hochgefristet. Tja. Twitcher 3. Okay, da hast ihr habt recht, der tut weh. Twitcher 3. Ey, der Twitcher-Schrei. Der Twitcher-Schrei bei Twitcher 3. K.
Kann ich vielleicht so ein bisschen veräppeln, das Viech. Mal, wir probieren es mal. Jetzt alles? Ja. Ach. Ups. Ha! Perfekt gebratenes Schnitzel. Yum. So. Einmal kräftig mitgenommen und noch ein paar Nährstoffe hinterher. Einmal dem Schluckspech gemimt und jetzt geht's los. Wenn ich mich nicht ganz doof anstelle, ist dieser Ratian ja gleich hier oben. Theoretisch. So, also. Bestimmt. Wahrscheinlich. Ach, war klar. Hätte ja sein können, dass wir es uns einfach machen dürfen, Spiel. Schauen wir uns mal die Suppen hier an. Ich glaube, mit den Suppen hier, die sind noch nicht ganz grün hinter den Ohren. Nee, schade. Schade. Ein Ratian. Ist denn der Ratian wieder hin? Nee, da komme ich ja zum Baros. Hier irgendwo rumtreiben, das lustige Etwas. Mr. Listig, Lustig, Launeland muss ja hier irgendwo rumgeistern. Gucken wir nochmal nach. Ei. Bist du hinne? Verdammt. Nee, da komme ich zurück. Ist denn dieser Riesengecko hingerannt? Nee, hier bin ich ja auch nur wieder zurück in dem Abteil. Nein!
Nein, mit denen möchte ich nicht spielen. Geh weg, ich mag dich nicht. Bad. Okay. Was auch immer, ich habe keinen Schimmer. Ah! Haben wir ihn doch. Der Ratian. Autsch. Tschüss, Kowski, daneben. Warte mal. Geh weg. Ein Traum. Er kann Feuer spucken. Ein Traum, er kann Feuer spucken. Und noch einen schönen Rektal eingesetzt. Ein Traum! Eieieiei. Wo ist er? Da ist er. Ich bin so doof! Ah! Gehst du weg? Oh Herr, warum habe ich gerade das gemacht? Ui. Ich glaube, er ist sauer. Ah, geh weg! Manchmal habe ich das Gefühl, mein Charakter ist leicht lebensmüde. Kann das sein? Ich brauche... Oh. Au. Schnitt, 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 Schnitt! Ein bisschen Heilung. Und bessere Reflexe! Oh Gott, ich, Autsch. Ist da,
Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Muss ich erstmal gucken, wo das blöde Viech hinfliegt. Oh Mann. Aber wir haben ihn schon zumindest ein wenig zugesetzt. Ich will jetzt nicht sagen gut, aber ein bisschen. Ein kleines bisschen. Ich glaube, wenn wir Glück haben, genau. Hier ist hier nämlich noch ein paar Chico. Wenn wir jetzt einfach mal einsacken. Freut sich nämlich jemand. So. Ui. Gucken wir mal, dass wir dieses Biest nochmal in die Mangel nehmen. Vielleicht, ich überlege gerade, könnte ich sogar Streuung angreifen. Genau, Olm. Ah, hat sogar getroffen. Cool, sogar direkt einen Schwanz erwischt. Vielleicht krieg ich ihn? Das war daneben. Jawoll! Den müsste ich getroffen haben, Schwanz. Jawoll. Nachladen. Komm mal her. Und. Ich wollte gerade sagen, lad schneller nach. Ihr müsst dich hin sogar erwischt haben. Au. Hab ich sogar. Cool. Ui, 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 ui. Vitalitätswespe und weg. Au. Na super, Sonne, Mond und Sterne. Blödes Biest. Ach, come on. Gibt's nicht. Jetzt habe ich ihn aber schön am Schwanz erwischt. Okay. Puh. Jetzt echt mal ein bisschen gucken, wie ich das am dümmsten mache. Moment, eine Vitalilie nehme ich gerade mal mit.
Danke. So, und das ist Würfen. Feuer! Oder auch nicht. Oh, die hat... Nein, nein, geh weg! Ach, komm schon! Du bist so langsam! Beziehungsweise nicht nur langsam, sondern auch dämlich. Oh, super. Oh je, jetzt dreht sie aber richtig durch. Oh, jetzt dreht sie durch. Okay. Also ich glaube nicht, dass die noch so viel hat. Bombe. Bombe. Jetzt habe ich noch Gift. Vergifte ich mich am Ende noch selber? Ich bin ein Traum. Man glaubt es kaum. Das hält uns ziemlich zum Lachen, das etwas. Was? Was? Wollt ihr mich jetzt verkokeln? Was? Hm.
Endlich! Endlich, Ravurek, Schwanz ist weg. Oh, endlich. Da haben wir endlich mal wenigstens das Biest kastriert. Der länger gedauert als beim Tierarzt. Oh, und der hat Spaß. Ich nicht wissen, mit was der sich noch prügelt. Oh. Egal was es... Was? Ach so. Yes! Hat ja lange genug gedauert. Aber immerhin, wir haben's geplättet. Und immerhin, guckt mal, wir haben auch noch den Schweif erlegt. Dinge, die man im Monster Hunter jemals mal machen wollte. Einen Drachen kastrieren. Check. Immer her damit, alles meins. Oh, sogar Monsterknochen 11 dabei. Ein Traum. Moment. Knochen L habe ich gerade bekommen. Momentchen mal. Hm. Ich kann mal was gucken. Da könnte ich doch noch eine Waffe upgraden. Hey, Partnerin! Gehen wir auf eine Expedition zur großen Schlucht. Ich komme mit. Guck mal erstmal, ich vermute zwar nicht, dass wir mehr... Och Mann! Hilfen?
Ah, nee, ich kann jetzt nur die Dinger anbauen. Okay, das ist ja nicht so das ist schade, aber okay. Ah, mir wäre noch ein zweites Beet halt jetzt ganz angenehm. Aber da kann man halt nichts machen. Da kann man einfach nichts machen. Schade. Wie schlägt sich deine Ausrüstung? Ich glaube, ich lasse die da. Knifte. Irgendwas. Schau. Und da wollte ich. Schade. Nee. Was hat denn meine Knochen? Güter? Aquastab. Das hier. Ja, nee. Achso, das war mit dem Monster-Knochen. Schade. Ich dachte, ich... Na, ich hab gedacht. Ich dachte, ich hätte denken können. Aber da habe ich wohl falsch gedacht. Schade. Na gut, gucke ich einmal noch kurz die Rüstungen an. Ah! Traum. Ich denn davon? Ich sag mal, also den Anjanat-Baum möchte ich auf jeden Fall bekommen. Schmeiß ich hier die Rüstung. Ja. Ja, bitte. Nicht glaube ich, dass ich die Puk mit dem Pukai ziemlich was wegschmeiße. Da. Gib mal. Was hatte ich denn auf der Pukai-Rüst? Oh. ein Traum. Das ist ja süß. Ja. Ja. Würde mal sagen, die setze ich hoch. Ja. So, dann gehen wir jetzt mal auf Eierjagd. Hey, Partnerin! Quest bekannt machen? 4. War ja nur das Gelbe im Wald. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier Eier finden soll.
Schauen wir uns das Elend einfach mal an. Ich glaube, ich muss erstmal da hoch. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe da noch nicht alles erkundet. Surprise, surprise. Die sie jetzt mittlerweile fliehen vor mir. Achso, bevor ich es vergesse. Da 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 da. Bevor wir es vergessen. Sagte, bevor wir es vergessen. Ja. Ah, hier geht's nämlich noch hoch. Schau mal einer, guck. Da kickers mal einer Schü. Da kickers mal einer Schü. Aha. Okay.
Okay. Man lernt halt nie aus. Kann ich hier oben ein Lager aufschlagen? Wie geht's noch höher? LOL? Ach, hier oben bin ich jetzt. Cool. Okay, und wie komme ich jetzt am besten zur nächsten? Nein. Das sollte ich mir markieren. Ich glaube, das sollte ich mir dezent markieren, oder? Oh, schon. Ich glaube, die Mama wird gleich nicht sehr begeistert sein, oder? Toll. Ein Traum. Kann ich hier runter? Nö. Hi, Mama. Hi, Mama. Mama. Okay, sie hat zumindest den Eierdiebstahl noch nicht groß mitbekommen. Ja, dem Braten gerochen. Verdammt. Da? Kann ich irgendwo abkürzen? Schnell weiter. Hallo, Mama. Tachchen, Mami. Ach, come on. Danke. Jetzt wäre ich nur bitte gerne wieder danke.
Was habe ich hier weggeschmissen? Oh nein, meine... Oh. Oh, toll. Nein, nein, nein! Ah! Wo kamst du jetzt eigentlich her, Freund Blase? Na bitte. Und wieder ganz hoch latschen. Hä? Lager hier? Ich habe, ja. Oh je. Oh je, ich hab... Hä? Ich könnte hier ein Lager aufschlagen. Ach, okay. Lass mal Kram hier wegschaffen. Der kann weg. Weg, weg. Weg. Dann kann ich jetzt nämlich erstmal... den wiederholen. Nämlich sehr clever von mir. Ich dödel. Und zack. Bei der Klife werde ich die Aqua-Klife. So. Weil wegen und Wasser. So, und jetzt gucken wir mal, wie wir da am besten hinkommen. Ein Traum. Was? Oh. Was? Okay, ich verstehe. Stillhalten und klettern.
Okay, jetzt bin ich hier und jetzt. Ja, und jetzt Spiel? Ach, du liebe Güte. Ach, du liebe Güte. Hey. Es ist ja am A... Eieieiei. Danke, Soli, für 9 Monate. Danke dir vielmals. Und viel Spaß beim Zuschauen. So. Gucken wir mal hier oben wieder. Ein Traum. Ein Traum. Wir sind jetzt wieder da oben. Gleich echt spaßig. Ah, man kann man abkürzen, oder wie? Cool. Ich hoffe es. Ich flehe. Ich bitte. Ich verzweifle. Ah, Efeu. Stimmt, das habe ich auch gesucht. Ein Donnerkäfer. Okay. Diesmal kommen wir von der Seite. Oh ja, Drache, sei nur bitte ganz schnell und ganz weit weg. Die Viecher mir nämlich auf den Keks gehen. Hat er schon wieder den Braten? Oh nein, er hat schon wieder den Braten gerochen, kann das sein? Oh je. Mal schauen, wie weit ich diesmal komme. Moment. Nein, bitte sag jetzt nicht, ich hab... Oh. Wow, 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 wow. Und tschüss.
Wo lang? Keine Ahnung. Toll. Traum. Träumchen. Schnell weiter. Träumchen. Ach, come on! Du blödes... Was ist... Vor allen Dingen, wie riecht der das? Dieses blöde Vor allen Dingen, dann bin ich immer wieder benommen, Alter. Du willst dich Jäger schimpfen? Och, komm schon. Nächstes war normal. Gehen wir nächste Woche nochmal an. Ich glaube, so zum Abschluss, die letzten 10 Minuten, mache ich jetzt nochmal so diese Miniatur-Optionalität. Geh nochmal den Baros fangen. Gerade die kann ich ja auch nicht machen. Weil doch könnte ich. Könnte ich sogar. Ich glaube, den muss ich fangen, oder? Ja, ich glaube, den muss ich fangen. Wird lustig. Ja, doch, den muss ich fangen. Ja. Hier fangen. Beifangen. Glaub, ich muss mal den Monster Hunter Stream umlegen. Wir brauchen mehr Zeit. Hey, Partnerin! Gehen wir auf eine Expedition zur großen Schlucht. Ich komme mit. Klappe. Ich bin frustriert. Traum. Aje, also das mit den Eiern, das war ein Griff ins Rührei.
Ich guck mal, was das Event mir sagt. Gucken wir uns jetzt mal. Was? Ja, einmal machen wir mal den. Den müssen wir noch einmal machen. Wir machen das jetzt. Geht schnell. Versprochen. Momo, falls du schon da bist, ja. Einmal, jetzt gehen wir noch jagen. Vor allem, weil ich weiß, das geht schnell. Manchen Leuten kann ich 10... wo ist die Quest? Hm. Ja, ich bin bei der Telekom. Danke dir, Kermit, für 10 Monate. Ah. Manchmal. Kennt ihr die Phänomene, wenn alles dann plötzlich auf einmal zusammenkommt? Ich will doch nur jagen! Ich will Monster töten! Ich will Biester jagen, sie häuten und aus ihrem toten Gewebe Kleidung machen. Was ist denn daran so schlimm, Leute? Ah, Telefon, halt jetzt die Klappe! Ich bin einfach zu doof, eine Quest anzunehmen. Ich hatte einen schönen Einer noch gehabt, den habe ich ja jetzt schön gekegelt. Ach, ich bin manchmal... Was ist denn, was denn jetzt los? Oh. Beleg halt gerade, was ich... Die 10 Gestodons töten. So. Ich 10 von den blöden Biestern jagen. Mir ist egal. Habt ihr jetzt davon? Jetzt 10 Gestodons jagen. Ah. Weil das Schöne ist, ja, ich meine, ich habe ja meiner Familie noch gesagt, ich dann und dann streame ich. Und das Schöne ist ich denke mal, viele von euch kennen das ja selber, weil sind ja auch jünger als und so. Und das Phänomen dessen, dass man Eltern etwas sagen kann und es trotzdem kenne ich bei meiner Mutter super, hatte ich heute erst wieder. Hat mir was von ihrem Rücken erklärt und natürlich, wie jeder findige Bagger-Zuschauer wissen ja, ich Pharmazeut, Apotheker und so. Ja, PTA, aber zur Erklärung ist wie Apotheker, nur ohne Studium. Und erkläre halt, was sie zu tun und zu machen und zu lassen hat. 2 Stunden später kommt die Nachricht, sie hat immer noch die Schmerzen und ich habe sie gefragt, als ob sie ein bisschen auf dem Rücken und so geachtet hat. Nö, hat sie nicht bedacht. Und als ich ihr erklärt habe, dass ich doch da Ahnung habe, meinte sie, ja, das hat sie früher auch nicht gebraucht und sie weiß es ja, weil sie mehr Erfahrung hat.
Ah ja. Ein Traum. So, jetzt gucken wir mal. Wo sind die Kestodons? Natürlich! Wenn ich jagen gehe, ist alles tot. Ha! Erstes tot. Ah. Gehe ich halt auf lauter Frust unschuldige Tiere jagen. So, zwei, drei. Sag, wir machen jetzt so eine schnelle Quest. Ah. Doch, sie sind mir vor die Flinte gelaufen. Selber schuld. Ja. Ja. Hier noch Blatt. Ich hoffe nur, dass es jetzt nicht 50 Minuten dauert, die Biester zu finden. Sonst kriege ich echt noch einen Reiz. Vor allem Momo, die muss ja arbeiten. Und hat uns morgen an der Backe. Ich und meine große Klappe. Wo ist das nächste Viech? Nein, nicht Höhle. Nicht Höhle. Ich glaube, im Zweifelsfall machen wir einfach nächste Woche einen gechillten und wir machen es nochmal in Ruhe. Ach komm. Ach, komm schon. Beine durchdrücken, weiter geht's. Brauch doch nur 10 von den männlichen, dann bin ich wieder weg. Kommt Leute, ich will nur 10 Männer vermöbeln, dann habt ihr mich wieder los. Hier, bitte, 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 nur 10 Kerle paar auf den Latz geben, dann bin ich wieder weg. Versprochen. Einen wunderschönen guten Abend, Adcore. Ach, ja, Entschuldigung, mein Fehler. Gibt's doch nicht. Wäre ich lieber Mücken jagen gegangen. Das hätte ich vielleicht wenigstens noch geschafft. Genau, nächste Woche zwei Stunden Mücken jagen. Yay!
Und selbst da kacke ich noch, versage ich auf aller Linie. Ah, da sind die Nächsten. Oh, 6. Sind die Nächsten. Ich habe keine Zeit. Viecher, ich muss Übergabe machen. Kommt also her. Macht schnelle. Bist du? Oh, falsche Gattung. Ihr seid die falsche Gattung. Nein. Ach komm, atme durch. Beine durchdrücken, weiter geht's. Ah. Was bist du denn da? Lieben? Kommt, lasst es bitte zwei Männchen sein. Es sind zwei Männchen! Jawoll! So, 9. Komm, der letzte noch. Seid so gnädig. Einer noch. Einer im Bunde. Komm. Einer noch. Bitte nur noch einer. Dann seid ihr mich los. Ich will doch nur noch einen. Den einen und keinen. Nur noch einen Saurier. Und zwar hier. Bei mir. Ich wäre ganz angetan. Von mir aus auch Lebertran. Von mir aus trinke ich Lebertran. Mhm. Ah, ja, da. Also da. Also da. Ich sehe was, da hinten. Danke. Du alte Sau. Oh, da hinten war eine Frau. Und wo eine Frau ist, ist ein Mann, den ich auch vermöbeln kann. Ah. Wo ist sie? Wo ist er? Ja! 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 Nein. Das ist doof, geh weg. Ja! Und tschüss! Oh! Ah. Und ja, mit diesem Tonfall machen wir die Kurzfassung. Keine Sorge, Momot, ich habe Musik eingeplant. Ich lege einfach nämlich noch eine Nummer weiter auf. Denn ich muss mich jetzt nämlich auch fertig machen, noch schnell Koffer packen für morgen. Und ja, dann duschen und hinlegen. Ich hau euch das noch mit rein, genau. Denn, ja, ich mach jetzt erstmal Schluss. Ja, Momo, wie gesagt, du hast deine Zeit, keine Sorge. Das ist nicht eingestellt, verdammt. Wie gesagt, ich mache Übergabe jetzt aber trotzdem schon mal normal und du hast auf jeden Fall genug Zeit, weil ich lege Musik auf. Ich guck mal, dass ich euch noch was Schönes mache. Was gibt's denn Feines? Was hab ich denn drin eigentlich?
Das habe ich drin. Mal gucken, wenn ich noch schönes habe. Ansonsten, ja. Für mich war es das auf jeden Fall für diese Woche. Es hat mich sehr gefreut, dass ich ihr wieder eingeschalten habt. Ich hatte mir auch eine sehr große Freude gemacht, für euch strömern zu dürfen. Auch wenn ich sagen muss, jetzt gerade hat es mich ziemlich umgehauen. Wo ich euch denn noch rein? Was könnte man noch Schönes nehmen? Ich habe ein Lied schon mal schön, das wird Momo nämlich freuen. Da wird sie gleich abgehen. Ich guck mal, was ich noch so Schönes habe. Ansonsten, wie war eigentlich euer Tag? Wie hat euch der Strömer gefallen? Habt ihr jetzt schon was Schönes fürs Wochenende vor? Weil es steht ja Ostern vor der Tür. Oh ja, da haben wir ein Schönes drin. Dass ich nicht die andere Version. Na gut, war nicht so schlimm. Bei mir steht nichts vor der Tür. Kein Ostern, kein gar nichts? Okay. Ah ja, doch, da mache ich dann dies hier rein. Moment, was? Ah, das ist ein Traum. Einmal der wunderschöne Mix von Vogel. Aber auch nicht Ostern geklopft oder geklingelt. Ach, verdammt. Ich natürlich doof. Gut. Ich auf jeden Fall habe jetzt meine Sachen soweit fertig. Hab kurz in die Tür geguckt. Steht auch nur mein Hund. Wuff. Ja, was uns angeht, ich glaube, bagatastisch wird Momo vielleicht gleich noch was dazu sagen können. Ansonsten, ich habe euch eine kleine Playlist fertig gemacht mit 3 Liedern. Momo hat also noch genug Zeit für die Übergabe oder ja, einen Einkauf wegzuräumen. Und ja, von mir war es das jetzt erstmal für diese Woche. Nächste Woche muss ich gucken, wie ich es ganz alles genau mache. Wegen Freundin und Co. und so. Ja, guck mal einfach. Auf jeden Fall, ich mache jetzt erst einmal Schluss. Ich bin raus. Der letzte Kampf, das war ein Graus. Deswegen viel Spaß nachher gleich bei Momo. Habt ein schönes Ostern, schönes Wochenende oder einen ruhigen Freitag zumindest. Oder wer arbeiten muss, ruhigen Arbeitstag. Und ja, genug gelabert. Ich bin raus. Wie gesagt, ich bin raus. Vogel aus. Tschüss.